So, gut, dann starten wir mal ganz kurz den Klienten neu. Internet. Mumble. Irgendwer hat gerade meine Internetverbindung abgeschossen. So, mal gucken, was er dazu sagt. Vielleicht hat er auch Verbindungsverlust. Dass irgendwie der Server down ist. Kann das sein? So, da gucken wir mal nach einem neuen. Ich hatte da letztens noch einen, das weiß ich aber nicht mehr. Serververbindung, ja. Aha. Wie hieß denn der andere? Ich will mal ganz kurz gucken. Da gab es ja noch einen Server für Mumble. So, meintest, nein. Mal Messages und dann gucken wir mal hier. Hotbox Send. Mumble. Ich suche Gruppen, da, Stream, Post, Mumble, das geht nicht. Bin noch völlig lang. Ja, ist ja gut. Mal kurz hier trennen. Weg. Nein, Send. So, Mumble-Daten. Von denen. Mumble My Test One ist ja der, den wir jetzt gerade genutzt haben. Guck ich mal ganz kurz. Inbox war ja von Talk Lounge. Mumblesockserver.de. Ach, das hat sich Mumble wieder komplett geschlossen. Danke dafür. So, verbinden. Was ist jetzt sogar? Ah, ja. Hallo. Hallihallo, ich mache hier nur gerade einen kleinen Kanal auf, weil Mumble.mytestone, der ist gerade irgendwie abgekackt und wir machen gerade ein Let's Play Together. Deswegen gucke ich hier gerade nach einer Alternative.
Ja, mach gerade Kanal auf. Warte, kannst du das überhaupt? Ja, müsstest du können. Nee, ist ausgekraut. Lol. Dann geh halt einfach einen runter gerade. Da Okidoki. unten gibt's ja genug. Jutschen, dann haben wir einen Blabla-Kanal. So, dann kann ich ja mal kurz den mit näher Bescheid sagen. So, guck mal, ob ich ihn Bla finde. bla. Ja, da ist er ja. Sehr schön. Haha. Sehr gut. Okay, so. Da sind wir wieder im Rennen. Boink. Was ist denn los mit dem Server? Gute Frage. Der ist in der Liste gar nicht mehr aufgetaucht. Entweder, ja, ich weiß nicht, ob der privat betrieben wurde und der in dem Moment einfach kein Internet mehr hatte oder so. Ja, auf jeden Fall ist er einfach komplett von der Bildfläche verschwunden. Ja. Kann ja mal passieren. Ich habe gerade ein Feuerbiom oder sowas gefunden. Ah, mit diesen Lava-Teilchen und so. Ja, das ist. Sieht sehr schick aus. Aber auch gefährlich. Einmal, da bin ich fast in so einen Lava-Tümpel reingefallen. Vor allen Dingen ist halt Lava. Also auch von daher schon naheliegend, dass man da aufpassen sollte. Schon irgendwie, ne? Und eine Feuerblume habe ich gefunden. Wobei ich bei diesen Feuerblumen, da gibt es ja auch noch andere, noch gar nicht weiß, was man damit irgendwie machen kann. Die scheinen irgendwie noch keinen Zweck in dem Sinne zu haben, sondern halt auch so rein dekorativ zu sein. Weil Ja, gerade. das ist ja okay. Eben. Ja, nur, man guckt halt immer erstmal, ob man damit irgendwas machen kann und so und dann so. Oh. Weil es gibt es in sehr hoher Tiefe, klar, in sehr tiefer Ja. Tiefe, gibt es so eine richtigen Kristallhöhlen und da wachsen drei verschiedene Blumen, unter anderem auch diese Feuerblume. Na, okay. Das Cave Realms oder was? Glaube ja. Ah, sehr gut, habe ich bei mir auch drauf. Bin aber noch nicht tief genug gekommen. Irgendwie bin ich wohl am Pilzbiom eiskalt dran vorbeigelaufen. Ich sehe gerade alles außer Pilze. Ja, ich bin auch ein bisschen quer gelaufen inzwischen. Wobei, wenn du in die Richtung läufst, wo ich jetzt gerade stehe, da ist auf jeden Fall alles voll mit trockener Erde. Ah, sehr schön. Und da ist auch das Feuerbiom direkt nebenan. Dann folge ich einfach mal deiner wunderschönen Stimme. Folg mal lieber den Koordinaten. Ich will ja ohne Koordinaten. Ich kann mich also nur an deinem fliegenden Namen orientieren. Na, ich laufe jetzt gleich weiter. Nein. Da muss ich jetzt aber beeilen, dann warte ich so lange. Ja, ich habe ja, wie gesagt, die Richtung schon angepeilt. Von daher sollte es eigentlich funktionieren. Okay. Also auch alles auf einem Haufen hier, also irgendwie Berge, trockene Erde, das Feuerbiom, alles zusammengematscht in einem Haufen.
Sehr gut. Die viele Weltenschlucht. Eine Savanne ist da auch noch, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja bloß doch ein Dschungel, am besten mitten im trockenen Erde-Biom. Ja. Ich guck gerade mal, ob das da weitergeht. Oh, nee. Also es ist ein sehr, sehr kleines Savannenbiom auf einem Berg in einem trockenen Erde-Biom. Yay, gefunden! Wildbiom! Juhu! So, yay! Gleich bei dem. Ach ja, und die Wüste ist auch direkt nebenan. Ah! Lohnt sich also quasi eine kleine Stadtrundfahrt. Hehe. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, irgendwie mit diesen Riesenpilzen kann ich mich immer noch nicht so ganz anfreunden. Die wirken irgendwie. Ja, die sehen so ein bisschen komisch aus, ne? Ja, ja. Ist so. Seltsam. Dachte, das wäre eine Wüste, aber es scheint irgendwie Sandstein zu sein, einfach nur. Oh, reicht der aus, Hauptsache, ja eben. Aber nur Sandstein, kein Sand. Oh, ah, gut. Hier ist mal jemand gestorben. Matteo 33. Looten, looten! Ah, ist bloß ein bisschen, ja, Laub. Und zweimal Kaffeebohnen. Ruhe und Frieden. Das lohnt sich ja gar nicht. Ne, nicht wirklich. Ruhe und Frieden. Ja, Kaffee scheint sowieso so eine Luftnummer zu sein. Also, ich habe mal Kaffee ja, geerntet und dann ne, zubereitet. Aber eine ganze Tasse füllt gerade mal ein Leben auf. Also, wenn man mal ja, bedenkt. Das lohnt sich ja richtig. Ja, ja, also, das ist. Wenn man mal bedenkt, wie viel man dafür erstmal, also wie lange man braucht, um das zuzubereiten und so, Erne wird's nochmal. Yay, trockene Erde gefunden. Juhu. So. Scheint aber echt schon ein größeres trockene Erde-Biom zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass Itwil ein bisschen so danach geht, also so ähnliche Biome so nah beieinander zu haben und eben auch eher so auf größere Biome zu gehen und weniger so auf so eine verstreuten Mischmasch-Biome. Jetzt abgesehen mal von dem Pilzbiom, das ist irgendwie immer da. Aber ja, so das ist eher so ein bisschen random, das Pilzbiom. Genau. Aber so ansonsten, gerade so diese ganzen Dschungelbiome und diese extrem grünen Biome, die hängen halt meistens alle zusammen und eben auch so die ganzen trockenen Biome. Also ja, so wie man es halt auch im Echten erwarten würde, dass man halt große Trockengebiete hat und halt große Feuchtgebiete hat. Hm. Ist das nicht so, wie es jetzt in dem Weltgenerator implementiert, dass das so läuft? Irgendwas war doch da. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Kann durchaus sein, ja. Weil ich nutze jetzt hier für den Itaville-Server nutze ich auch den Carpeten-Map-Gen und eben, der soll ja auch gut, da weiß ich. Ah. Eben, da bin ich auch ein bisschen überfragt. Weil eben, genau,
Von dem V7-Map-Generator, da weiß ich das auch, dass er mit diesen dieser 2D-Map da arbeitet, dass du praktisch pro Fläche einmal Temperatur und Feuchtigkeit hast und danach dann halt die Biome ausgesucht werden. Und ist ja naheliegend, weil der Carpet-Map dann ist ja neuerer. Von daher naheliegend, dass der das dann auch unterstützt. Ja, der sollte das auch können. Und da bietet sich das dann ja auch an, irgendwie sich da mit seinen eigenen Biomen dann mit dran zu hängen. Ja. Wow. Direkt am Strand so eine riesige Höhle. Alter. Da freuen sich sogar die Hunde. Naja, bei mir gerade. Muss ich gleich mal Fenster zu machen oder sowas. Meine Mutter hat immer ganz tolle Angst, dass, weil sie spielt ja auch mein Test und sie hat immer Angst, dass wenn irgendwie Wasser in der Höhle ist, dann irgendwann die gesamte Höhle vollläuft. Und dann muss ich ihr versuchen, ihr die Physik beizubringen, die halt nicht die reelle Physik ist. Und das ist dann immer so ein bisschen so, wie bringt man jemandem etwas bei, was gar nicht realitätsnah in dem Sinne ist, sondern eher so programmiertechnisch logisch ist. Das sind immer so ein bisschen. Im Zweifelsfall zeigen, ne? Ja. So, gerade eben habe ich mich ja noch über die trockene Erde gefreut, aber inzwischen nervt schon so ein bisschen, mir einfach nur durch trockene Erde zu laufen. Das ist wirklich ein riesiges Biom. Das Biom, was ich immer noch optisch am coolsten finde, ist das, wo einfach so riesige, weiten Flächen komplett voll mit Kies sind. Das sieht irgendwie so, ja, so nice aus. So ein Kiesbiom? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es den hier in diesem Mapchen gibt, aber bei V7, da gibt es den auf jeden Fall. So einen richtigen, großflächigen Kiesbiome, wo einfach, ja, da siehst du vor Kies gar nichts mehr. Gut, also wenn man da mal Kies braucht, sollte man sich merken, wo das Biom war. Ja. Nimmt auch kein Ende hier, das Biom. Ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil eben zum einen ist es natürlich immer relativ schön, wenn so Biome halt so relativ groß sind und nicht so alle 500 Schritte sich das Biom komplett wechselt. Aber andererseits, wenn halt speziell auf der Suche nach einem Biom bist, kannst du dich halt aufgrund der Größe der Biome halt auch ganz schön totlaufen ab und zu. Definitiv. Aber so hast du andererseits auch immer Beschäftigung, ne? Ja, ich drück auf W und richte mich mit der Maus aus. Auch eine Art von Bildschirm. Und ab und an mal springen. Auch eine Art von Bildschirmschoner. Ja, so ein bisschen der Tunnelblick, ne? Ich würde da ja lieber irgendwas grinden, aber hey, man kann nicht alles haben.
So, 200 trockene Erde. Mal gucken, ob das schon reicht. Nee, eher nicht so. Ich glaub's ja nicht, das Biom ist zu Ende. Yay! Ups. Schwerkraft. Raus da. Ja, und ein Pilzbiom, ja super. Ich fühle mich verarscht. Auch nicht so richtig Pilzbiom. Also irgendwie scheinen die Biome so ein bisschen ineinander gemischt zu sein. Ein paar Pilze, ein paar normale Bäume, trockene Erde, alles merkwürdig. Einfach so ein Biomstrudel. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin in die falsche Richtung aufgebrochen. Hier ist irgendwie gar nichts. Oh, das Spiel unterstützt Klimaerwärmung. Entweder spinne ich oder die trockene Erde hat sich gerade ausgebreitet. Lol. Sollte das nicht eher andersrum sein, dass die feuchte Erde sich dann Richtung trockene Erde ausbreitet? Eigentlich schon, ja. Dachte ich auch. Aber sonst passiert ja auch nichts. Kann also sein, dass ich mich gerade einfach nur verguckt habe und die trockene Erde gar nicht interagiert. Ja, Aber doch, scheint so. trockene Erde, da kann ich mich mit aus. Ich laufe hier seit 10 Minuten durch ein trockene Erde-Bio. Auch eine Art, etwas zu studieren. Ach naja, so kriegt man die Zeit auch voll, ne? Womit wir dann wieder beim Gronkh-Syndrom wären. Oh, du streckst das Let's Play unnötig in die Länge. Tja, da könnte ich ja eigentlich in meine super duper Dirtcraft Mod, die ich da ja vorstelle, wo man sich diese ganzen farbigen Erden selber craften kann, kann ich ja noch ein Rezept einfügen, wo man dann quasi einfach mal trockene Erde plus einen Wassereimer nimmt und dann quasi normale Erde wieder rausbekommt. Nö, klar, warum nicht? Wobei es ja nicht so ist, dass trockene Erde irgendwie Mangelware wäre. Ja, schon doof wieder. Beziehungsweise halt Erde generell, ne? Hab das kleinste Feuerbiom der Welt gefunden. 5x2 Nodes groß. Und einer von den Nodes ist eine trockene Erde-Node, natürlich. Jetzt laufe ich irgendwie anders gerade, wenn ich. War noch ein Bibi-Bio, muss erstmal wachsen und gedeihen. Ach, es war nur ein Ausläufer, das ist. Ich sehe gerade, hier ist noch mehr. Feuerbiom. Yay! Mal wieder. Aber die Lavaseen sind cool. Ja, das ist grafisch schon echt geil anzusehen. Tag-Nacht-Rhythmus ist noch nicht wieder an, ne? Nee. Ist, glaube ich, auch ganz gut so. Da sieht man zumindest was. Eben.
Vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, wie gesagt, ja, ich mag es halt, dass wenn Tag nach Rhythmus ist, ich das irgendwie an irgendwas orientieren kann, weil ich hatte das ja ursprünglich, wie gesagt, so eingestellt, dass es wirklich Echtzeit ist. Heißt also, wenn es hier in Berlin hell ist, ist auch auf dem Server hell. Heißt also das praktisch Timespeed auf 1. Aber das Problem ist, irgendwie meintest, in dem Moment, wenn der letzte Spieler vom Server runtergeht, also wenn keiner mehr online ist, dann springt die Zeit irgendwie immer willkürlich irgendwo hin. Okay. Ja, ja. Also müsstest du eigentlich Timespeed 0 machen und die 24 Stunden Realzeit in 24 Stunden Spielzeit umrechnen und dann pro Minute immer die Zeit verändern. Ganz genau. Wobei das wahrscheinlich dann auch eher zum Laggen führen würde als alles andere. Ja gut, ich meine, alle Minute Zeit ändern dürfte das nämlich keine so großen Lags verursachen, aber ist halt trotzdem, ist halt, naja. Das sieht dann ein bisschen komisch aus, wenn dann die Sonne dann verschoben wird. Die springt ja immer ein Stück zurück dann wieder. Ja. So, sollte jetzt genug Trockenerde sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 750 sollte reichen. Ab nach Hause. Schon. Wo auch immer jetzt das zu Hause war. Da ist der Fluss. Oder das Meer. Genau, da ist der Tunnel, die Höhle. Also müsste ich aus der Richtung gekommen sein. Sehr schön. YouTube, beziehungsweise ich mache am besten erstmal eine kleine Folgenpause. Ist doch schon wieder eine halbe Stunde rum. Draußen bei noch schon, ne? Na, ich habe in dem Moment, wo der Autoserver abgebrochen ist, da war auch genau eine halbe Stunde rum. Von daher habe ich da auch gleich eine kleine Pause mitgemacht. Von daher ist quasi schon die zweite Folge jetzt bei mir. Na, alles klar. So, schwuppdiwupps. Dann für meine Zuschauer, schau mit V, bis gleich, beziehungsweise bis morgen und dann, ja.